Jo Leute, was gibt's in der Devil of Tanks? Willkommen zu einem weiteren Part. WoT, gutes Match Replay. Und ja, wir spielen heute mit dem LTTB und auf der wunderschönen Map Bergpass, wie ihr schon sehen könnt. Und ja, das ist mein erstes gutes Match Replay mit der Scout, weil ich hatte noch keins, glaube ich, mit der Scout. Und dann werdet ihr mal sehen, es ging auch ziemlich kurz, denke ich mal. Und ihr seht, ich habe mit einem Klangkameraden gespielt, beziehungsweise war das mein Klangleader, mit dem ich zusammen gespielt habe. Eigentlich war genau diese Mission, die ich schaffen wollte mit der Scout, und zwar, ja, dieser leichte Panzerauftrag. Ich weiß nicht, ob ich es hier anschauen kann. Doch, genau. Also gehen Sie in einen Zug und so weiter und 1500 Damage und 1000 Schadenspunkte müsst ihr mein Kollege schaffen. Und in diesem Match schaffte das leider nicht so ganz. Leider, leider, aber naja, ist halt so. So, ihr seht, an der Map hat sich ja was verändert. Und zwar hier wurde der Stein oder der Busch weggemacht. Das heißt, ich sehe weniger. Genau, ihr seht, hier kommt der erste IMX. Der habe ich schon längst gesehen. Das wusste ich schon davor. Aber ich warte und stehe jetzt im Busch und spotte erstmal die ersten Gegner auf. Wie immer. Und ihr seht, die schießen schon auf mich. Ich warte aber noch, weil irgendwie war ich mir noch nicht sicher. Ja, die Kamera kackt noch immer noch ab. Ihr seht, also da liegt es anscheinend bei mir an Replay oder sowas. Naja, ich versuche erstmal meinen ersten Damage rauszuhauen, was natürlich sehr schwer ist, weil ich Angst vor der Artillerie habe. Es sind ja schließlich zwei Leute. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Genau, nebenbei, ich bin noch krank, also habe Husten. Deswegen tut mir leid, wenn meine Stimme ein bisschen sich scheiße anhört. Aber kann ich ja nichts dagegen machen. Aber naja, so, ihr seht, ich bin immer noch hier hinten, warte, bis der richtige Moment da ist, bis ich etwas machen kann. Schließlich sind da noch ganz viele Gegner. Und ich kann auch wenig machen dagegen. Und ich warte halt, bis ich endlich rauspushen kann, dann wieder spotten. Und so, ich, ja, seht, die Kamera macht voll den Abfuck, aber ich kann halt nichts dafür, das ist halt echt so. Aber sieht auch irgendwie witzig aus. Naja, ihr seht, jetzt gebe ich voll Gas, jetzt fahre ich einfach zickzack. Denke mal, da wird schon nichts kommen auf mich zu, also nichts Gefährliches auf jeden Fall. Zack, ich springe einmal. Auto-Aim, ah, hat's verkackt. Ich mach nochmal Auto-Aim. Bleib stehen diesmal, treffe ihn, wunderbar. Und der ist One-Shot für mich. Normalerweise hätte ich ihn One-Shotten können, aber ein bisschen schwer ist es schon. So, ich fahre jetzt mit Auto-Aim immer noch raus. Also ihr seht, ich habe es nicht geändert. Ich will immer noch auf ihn schießen. Jetzt fahre ich extra raus und katsching, habe ich ihn genatzt. Und der Kollege wird mich jetzt leider einmal nicht treffen, aber das zweite Mal wird treffen, weil, ach, das ist eine gute, sehr gute Gun Depression, wollte ich so sagen, genau. Und natürlich habe ich auch noch Angst vor der Arti, aber, da die Kollegen so nah bei mir sind, heißt, die Arti würde ihre eigenen Kollegen treffen und das will sie ja nicht. Naja, so, im Moment sieht es ganz gut aus, 2-1 für uns. Ich spotte halt natürlich für meinen Kollegen, damit er ein bisschen hier Damage macht. Der landet in der Zeit noch nach. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, hat er einen fetten Damage reingedrückt in den Tiger 1 war das, glaube ich. Genau, Tiger 1 war das und hat ihn einfach reingedrückt. Und ich versuche hier immer noch den Medium rauszuziehen, aber was mir halt sehr schwer fällt, weil ich habe keine Gun Depression an dem Panzer, also richtig null. Versuch's dann irgendwie. Da hat die andere Arti richtig guten Doppeldamage gemacht, hat aber nicht getötet den einen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich sehe, es sieht immer noch ganz gut aus für uns. Ich denke immer noch nach, so, wie soll ich da fahren jetzt? Ich so, ja, okay, jetzt habe ich eine Idee. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter nach außen. Gleich fahre ich nochmal weiter nach außen, weil es bringt mir halt nichts im Moment. Und ich komme auch nicht runter mit der Gun. Jetzt versuche ich jetzt mal hochzufahren, aber es bringt mir immer noch nichts, wie ihr seht. Ich habe immer noch zu viel Angst vor dem Medium. Ihr seht, ich konnte seinen Nippel ausziehen, aber mein Geschütz ging noch nicht runter. Also nicht weiter runter genug. Und da konnte ich leider nichts machen. So, jetzt versuche ich den Tiger zu töten. Gatsching, habe ich nicht den Tiger getroffen, sondern den Medium. Ja, der Medium trifft mich zweimal. Ich treffe den Medium nochmal. Und jetzt will ich ihn noch natürlich finishen, weil er sonst eh nichts kann gegen mich. Ich habe ja noch die Hälfte meines Lebens so ziemlich Auto-Aim schnell angemacht und getroffen. Zwar vertraue ich nicht so sehr auf den Auto-Aim, aber naja. So, da versuche ich die Arti zu treffen, die ich gerade gespottet habe. Hat leider nicht gereicht. Aber ist nicht so schlimm. Und ich nutze die Gelegenheit und gehe jetzt mal von hinten bei diesen zwei Gegnern. Aber habe vergessen, dass hier noch einer ist. Statt der T-34 ist ja noch der I-6 hier im Start. Der hat mich schon erwartet. Zum Glück hat er daneben geschossen. Ich schieße so lange auf den T-34. Der T-34 ist tot. Ich schieße auf den I-6. Schön in die Seite. Wunderbar. Ich denke so, ich kann nochmal schießen. Ne, ich kann jetzt doch nicht mehr schießen. Ich warte, bis er seinen Turm umdreht. Und jetzt schieße ich mir in die Seite. Jetzt ignoriert er mich und ich nutze die Gelegenheit aus und schieße ihm wundervoll in die Seite. Und ich versuche ihn zu finishen, aber leider sind ein paar Leute schneller als ich. Ist nicht so schlimm. Haben auf jeden Fall ganz gut gespottet hier. Haben auch ganz viel Damage gemacht.
was halt sehr, sehr gut ist in dem Match gewesen. Und ja, der letzte Gegner bei uns sind nur noch die Artis. Normalerweise sind sie gar nicht so schwer zu töten. Ihr seht, ich bin schnell, habe ich auch den Vorteil, kann den Tiger P überholen und kann auch natürlich schon mal eine Arti natzen. Ich denke mal, die ist in K0 oder wie die eine jetzt gerade in H8, 9. Also man traut sich selten mit der Arti so weit rauszufahren, aber meistens K0 oder halt hier oben auf dem Berg. Und ihr seht, ich brenne den Berg hochgedriftet. Ihr seht, die Artillerie fährt auf mich raus, aber die kommt mit ihrem Geschütz nicht runter. Zack, einmal geschossen und blockiere ich sie, damit sie mich nicht treffen kann, weil ich hatte schon ein bisschen Angst. Einmal verschiele ich wie ein Blöder. Das ist natürlich sehr hoch. Risiko ist Auto-Aim einfach und zack, habe ich ihn genatzt. Habe ich mich jetzt gedreht. So, der Type 59 will ihn natürlich töten jetzt. Aber ich so, nee, nee, ich will auch, weil Scout hat halt Aufgaben zu erfüllen. Und ja, ich fahre auf die Arti raus, gebe ihr ersten Damage. Kamera schwappt wieder rum, ne? Zack, die Artillerie hat mich leider nicht getötet. Das ist Fail für die. Der Kollege schießt jetzt auf den, hat ihm nur 248 Damage gegeben. Ich fahre komplett raus und Alividachi. 4 Kills habe ich gemacht, bin zufrieden, habe viel Damage rausgeholt. Habe jetzt noch die Artillerie überlebt, obwohl die 9er Arti war. Habe ich sie echt gut überlebt. Und ja, das war auch schon das Replay. Das war auch ganz schnell gemacht. Ich schaue mal gerade so, ja, das sind so 5 Minuten Replay gewesen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr seht jetzt die Ergebnisse und wir sehen uns dann heute bei einem weiteren Let's Play WoT Tier X-Patches wieder. Bis dahin. Ciao.